Zwei Spiele, zwei Siege, 4:0 Punkte. Eigentlich doch ein Grund zur Freude, ist es doch quasi der perfekte Saisonstart. Doch nach dem extrem knappen Ein-Tor-Vorsprung-Sieg gegen wohl den Abstiegskandidaten aus Ismaning dominierten ernste Gesichter und harsche Worte bei Haspo Bayreuth. Und das deswegen, weil man in Hälfte 2 einen 10-Tore-Vorsprung fast vergeigte und am Ende ein 24:23 mühsamst ins Ziel rettete. Meine Nerven liegen jetzt auch mal blank. Ja, prinzipiell haben wir jetzt 4:0 Punkte. Ein Start, wie wir es uns nicht gedacht haben, passt. Aber ich habe gehofft, dass wir schon weiter sind. Also, was wir in der zweiten Halbzeit hier gespielt haben, das war so ein Rückfall in alte, schlechte Zeiten. Ja, Anfang finde ich jetzt, dass einige extrem überheblich gespielt haben und gedacht haben, das ist alles schon in der Tasche und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass ich möglichst viele Tore mache. Oder haben es halt zu leicht genommen. Und wie es dann eng geworden ist, da ging das große Nervenflattern los. Und ich habe eigentlich gedacht, wir sind ein Stück weiter. Aber noch nicht, ja. Eigentlich lief zunächst alles nach Plan. Gute Verteidigung, Ballgewinne, Tempogegenstöße. Nach diesem Strickmuster verlief Hälfte 1, in der Haspo begann, sich einen komfortablen Vorsprung zu erarbeiten. Nach dem Wechsel diesen weiter ausbaute, bis auf maximal 10 Tore, bis zum 20:10. War alles gut und der Sieg nur eine Frage der Höhe. Doch dann der Einbruch. Alles, was bis dato klappte, ging ab der Minute 40 schief. Außer Fehlern war von der Haspo nicht mehr viel zu sehen. Dafür verwandelten die Ismaninger ihre Möglichkeiten. Tor um Tor näherten sich die Oberbayern gefährlich nahe. Der Heimerfolg wackelte gewaltig. Fühlte sich Haspo zu sicher? Anscheinend. Also ich verstehe es nicht, weil ich als Spieler denke, ich bin geil drauf, Tore zu machen. Ja, ich will mich durchsetzen. Und ich fange dann nicht an, der Zirkus, wir haben in der Halbzeit, habe ich noch gesagt, Leute, die zweite Halbzeit entscheidet, ob es ein guter Abend wird oder ein schlechter. Und jetzt ist es halt ein schlechter geworden. Die zwei Punkte sind natürlich da, aber die zweite Halbzeit war unterirdisch. Und der hohe Vorsprung darf man dazu nicht verleiten. Die waren, ich denke, Ismaning ist sicher eine der schwächsten Mannschaften in der Liga. Aber wir haben sie eingeladen, haben ganz schlecht Abwehr gespielt und vorne immer die gleichen Fehler gemacht. Also das, da werden wir einiges zu besprechen haben. Ja. Durch zwei, drei herausragende Paraden und ein, zwei extrem wichtige Treffer in der Schlussphase rettete Haspo den Vorsprung gerade noch ins Ziel. Schlechtes Spiel gegen Ismaning hin oder her, punktemäßig ist der Saisonstart makellos. Da waren halt die zwei Punkte heute sicher wichtiger als die am Wochenende in Lohr. Das war mehr so eine Zugabe, für uns ein guter Start. Aber mit vier Punkten hat man die Liga auch noch nicht gehalten, ist klar. Aber wir arbeiten weiter und ich hoffe mal, nächstes Spiel ist in Hauenstetten. Das wird für uns sicher ein wenig einfacher, weil da haben wir keine Favoritenrolle. Und das scheint den Bayreuthern besser zu liegen als ein komfortabler Vorsprung.